Auf immer und ewig, ja, das stammt sicher aus der Bibel. Vollsaufen ist keine Lösung. Das ist nicht aus der Bibel. Staub aufwirbeln. Also das geht genauso wahrscheinlich zur Bibel wie auch im Volksmund. Sie entscheiden. Och, im Zweifelfall sage ich aus der Bibel. Auf immer und ewig. Ich denke mal, das ist auch nicht aus der Bibel. Echt? Okay, schade, das ist aus der Bibel. Das hat weder Hand noch Fuß, würde ich sagen, Volksmund. Eine Hand wäscht die andere, ist auch Bibel. Kein Wässerchen drüben können, also da behaupte ich auch wieder Volksmund. Da stimmt. Das Wasser steht ihm bis zum Halse, würde ich eindeutig als Volksmund deklarieren. Staub aufwirbeln? Na, das kommt vom Putzen, oder? Irgend sowas.